So, ich begrüße Sie nun jetzt zum Podiumsteil. Ganz von Ihnen aus gesehen, ganz rechts außen, ist Christian Müller. Christian Müller ist im Orto Loco Vorstand. Orto Loco ist Community Supported Agriculture, Vertragslandwirtschaft. Nebenbei ist er auch noch Moderator der Initiative für bedingungsloses Grundeinkommen. Daneben sitzt Tilla Künzli vom Urban Agriculture Netz Basel. Und dann haben wir noch Beat Juncker vom PETSI, das ist der Dachverband der Schweizer Musikclubs. Das Ganze wird moderiert von Thomas Gröbli. Er hat uns letztes Symposium schon unterstützt. Und jetzt gebe ich das Wort an dich, Thomas. Besten Dank. Wir werden nun jetzt etwa eine Stunde miteinander reden und danach ist auch wieder Möglichkeit, dass Sie mitreden, mitdenken, mit Anmerkungen machen können oder Fragen stellen. Wenn ich mit Leuten rede, dann sagen mir viele, ja, der Wandel, das geht nicht, oder es gibt keinen Wandel. Das sind die Sachen, zwingen uns, wir sind in Sachzwängen drin. Es muss einfach die Katastrophe kommen, dass wir uns bewegen. Jetzt haben wir alles Leute hin, die sagen, das kann nicht sein, das ist unmöglich. Wir beginnen heute und ich bin sehr froh, dass wir hier sind und ich möchte jetzt in dieser Stunde oder in diesen anderthalb Stunden darüber nachdenken, was braucht es eigentlich, dass dieser Schub kommt, dass er auch bleibt, dass wir nicht müde werden, dass das nicht einfach nur ein Aufflackern ist und worauf müssen wir achten. Also ich möchte jetzt an diesen Fragen rumdenken und ich möchte jetzt allen drei Teilnehmerinnen auf dem Podium möchte ich dieselbe Frage stellen und zwar, also erstens mal möchtet ihr vielleicht reagieren auf das Referat von Andrea Bayer, was hat da Eindruck gemacht und dann auch euch vorstellen kurz, was hat das mit eurer Arbeit zu tun, also Orto Loco, Grundeinkommen, Urban Agriculture, Urban Gardening und PETSI. Bitte, Tilla. Geht das? Oder noch nicht? Ja? Okay. Ja, vielen Dank für den schönen Vortrag. Es ist ein sehr, sehr schön gemachtes Buch. Ich bin selbst auch in dieser Region tätig. Wir haben 35 Projekte in Basel, das sind 10 mehr als letztes Jahr und danach. Wir sind extrem aktiv und insofern hat es eigentlich sehr viel mit unserem Thema zu tun, was vorhin besprochen wurde. Wir sind für eine essbare Stadt und versuchen das wirklich mit der Zivilgesellschaft, also Laien und Profis und wer auch immer dabei sein möchte, zu realisieren. Verwaltung etc. sind da auch dabei. Und ja, also sehr themenverwandt. Besten Dank, Christian. Ja, genau, mich hat dein Vortrag ebenfalls beeindruckt und ich wurde vor allem erinnert an ein Projekt, das es in Zürich gibt. Das ist der Stadiongarten. Auf dem Gelände des ehemaligen Hartturm-Fußballstadions gibt es seit 2 Jahren einen Stadtgarten, der ganz ähnlich aussieht wie zum Teil deine Bilder, die du gezeigt hast. Das ist so eine Art ein Ausläuferprojekt, so ein Stadtgartenprojekt vom Landwirtschaftsprojekt Orto Loco, was seit 4 Jahren für etwa 500 Menschen Landwirtschaft betreibt und Gemüse produziert. Und da, weil ich in beide Projekte reinsehe, merke ich, da gibt es eine ganz klare Unterscheidung dieser beiden Ausrichtungen. Und das ist mir auch wichtig, das auch zu deklarieren. Es gibt Landwirtschaft, was Orto Loco macht, das ist landwirtschaftliche Produktion, da werden tonnenweise, im wahrsten Sinne vom Wort, tonnenweise Gemüse produziert für eine Versorgung, für eine Lebensmittelversorgung. Das heißt, ein Teil der Lebensmittel von diesen eben rund 500 Menschen kommt aus diesem gemeinschaftlichen Garten
in der Agglomeration. Und das Stadtgartenprojekt ist für mich eher ein sozialer Treffpunkt, ein Übungsfeld, ein Labor, wo gemeinsam auch trainiert wird, wie macht man Dinge gemeinsam, wie organisiert man sich untereinander. Und daraus entstehen dann weitere Dinge, wie eine kleine Bäckerei, die jetzt am Laufen ist, in Lehmöfen auch, eine Sauna, die angeplant ist und so weiter. Und vielleicht, um das zu verbinden mit meiner hauptberuflichen Tätigkeit in der Mitkoordination der Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen, ich sehe bei all diesen Tätigkeiten, eben seines Gärten, seines anderen Do-it-yourself-Initiativen, da geht sehr viel Energie, sehr viel Arbeit drauf und das muss man sich leisten können. Und da sehe ich auch den Zusammenhang von diesen beiden Themen. Ich denke, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen gibt es mehr Raum, mehr Freiheit, um genau solchen zukunftsträchtigen Projekten mehr nachgehen zu können. Besten Dank. Wir werden nachher sicher noch über das Grundeinkommen reden. Jetzt möchte ich dich bitten. Ja, ich bin leider ein bisschen spät eingetroffen, habe nicht mehr wahnsinnig viel gehört. Die paar Minuten, die ich noch gehört habe, habe ich sehr spannend empfunden. Für uns zum Thema Wandel, ich denke, der Anbindungspunkt mit der Kultur, Jugendkultur, ist von PETSI aus gesehen sicher da zu finden, dass sehr viele Leute in diesen kleinen Clubs, wir vertreten hauptsächlich die nicht gewinnorientierten Musikclubs in der Schweiz, sind rund 90. Und da gibt es sicher eine große Schnittmenge am jungen oder jung gebliebenen Publikum, das sich in diesem Umfeld bewegt, für die dieses Thema auch die das sehr stark betrifft und interessiert. Und da denke ich, vor allem eben auch die Freiwilligenarbeit ist bei uns sehr stark im Vordergrund. Es wurde vorhin schon angesprochen, das muss man sich leisten können. Und da geht es einfach auch darum, die Wertschätzung, da muss auch ein Wandel stattfinden. Okay, vielleicht bleiben wir gleich noch bei der Kultur, beim Wandel. Was braucht es denn eigentlich, dass junge Leute mitmachen? Was ist denn eigentlich der tiefere Grund? Oder wie kann man Leute bewegen, mitzumachen? Und zwar nicht einfach nur einen Abend, sondern auch etwas mit längerem Schnauf. Was sind deine Erfahrungen? Ja, sehr komplex. Nein, grundsätzlich ist die Motivation, etwas zu bewegen. Es ist zum Teil in einem gewissen Alter auch eine Abgrenzungsfrage zu den ganzen elitären Geschichten, gerade in der gewissen Subkultur. Die Motivation ist sehr vielschichtig. Ich denke einfach, die Leute wollen sich engagieren. Im Moment ist einfach der Druck extrem groß, dass man sich eben leisten kann. Der Druck ist aber auch von außen groß, dass eine Professionalisierung auf jeder Ebene stattfindet. Es wird auch von den Freiwilligen immer mehr verlangt. Und da die Motivation hochzuhalten, ist zuweilen nicht ganz einfach. Andrea Bayer, ich habe jetzt das Stichwort Professionalisierung nicht gehört in deinem Referat. Gibt's diesen Trend auch? Oder? Meine, die ganze Lebensmittelproduktion ist ja unglaublich von vielen Standards und Hygienevorschriften und so weiter geprägt. Es könnte ja sein, dass jetzt auch auf das Urban Gardening oder Urban Agriculture solche Vorschriften kommen und die bringen dann gewisse auch Ausbildungen und Investitionen mit sich. Also es gibt einzelne Projekte, die ja auch versuchen, entweder sich selber zu erhalten eben, also ein bisschen was zu erwirtschaften, ja, über Kantine und Café, und die werden dann auch die normalen Hygienerichtlinien einhalten müssen. Da wird da jemand kommen vom Amt und einmal drüber schauen, denke ich. Also wenn es irgendwie in so einem Stil, wie es jetzt im Prinzessinnengarten läuft, dann wird es natürlich so sein. Ansonsten
wenn die Leute quasi nur miteinander wirtschaften und einladen zum zur Lehmofenpizza, da guckt da irgendwie jetzt keiner nach. Oder also ich wüsste auch nicht, dass diese Outdoor-Küchen, dass da jetzt irgendwie, also das läuft natürlich auch inoffiziell teilweise, ne? Also und Professionalisierung, ja, gibt es eben zum Beispiel, also was ein Thema ist, ist eben einerseits Café- und Restaurantbetrieb und andererseits Bildungsangebote. Das sind eigentlich die beiden Gebiete, wie da etwas erwirtschaftet werden kann, damit sich die Projekte tragen können. Also das wären diese beiden Gebiete. Also und da weiß ich jetzt nicht, ob man das Professionalisierung nennen kann, was da stattfindet. Ja, in gewisser Weise schon. Und ich meine, aber grundsätzlich geht es ja nun gerade darum, das auch so aufzuweichen, also sozusagen nicht eine berufliche Professionalisierung damit reinzunehmen, sondern sozusagen die autodidaktische. Also das ist ja gerade auch das Interessante an den Projekten und auch irgendwie von wegen, wie bringen die warum engagieren sich die Leute auch? Weil es eben unmittelbar sofort ihre Lebensqualität verbessert. Das ist irgendwie der Grund und nicht weil also was du gesagt hast von wegen, ne, dass auch an die Freiwilligen immer mehr Ansprüche gestellt werden und dass es dann natürlich auch eigentlich schwierig ist, die Leute dafür zu engagieren, weil das ist dann wieder das noch mehr von demselben. Und in den Projekten ist es ja gerade, geht es gerade darum, sowas sozusagen anders zu arbeiten, anders sich zu treffen, andere Wertigkeiten dazu entwickeln. Ich rede. Und vielleicht noch, was sind an alle die Frage, was sind eigentlich die großen Bremsen? Es gibt ja immer Bremsen, die, sei es vom Staat, sei es auch aus dem Innern, die sagen, ja, da kann ich nicht mitmachen oder so. Wenn man sich über die Bremsen bewusst ist, dann kann man ja vielleicht auch helfen, Wege finden, sie zu überwinden, die Bremsen zu lösen. Tilla, du nickst. Ich glaube, es beginnt mit einem relativ bewussten Entscheid, dass ich mich da wirklich einsetzen möchte. Ich mache das mittlerweile als Selbstständige, also es ist mein Beruf, Aktivistin zu sein in diesem Bereich und ich liebe es. Aber das ist ein bewusster Entscheid, also da kann man von Verzicht reden, ich würde dem nicht so sagen, denn ich bin mir bewusst, auf was ich heute verzichten muss. Der Verkehr stinkt, da muss ich halt auf gesunde Luft verzichten etc. Ich muss auf Transparenz verzichten in der Lebensmittelbranche. Und die Frage ist da... Was heißt auf Transparenz? Verstehe ich nicht. Transparenz verzichten? Mir sagt niemand, dass da Pestizide drin sind. Mir sagt niemand, dass das Plastik, in dem das Biogemüse eingepackt ist, eigentlich schädlicher ist als das Pestizid. Das muss man irgendwo finden und lesen. Also da fühle ich mich eigentlich ein bisschen, auf Deutsch gesagt, verarscht. Und die Frage ist, wie kann ich da mitformen? Und jetzt zurück zu deiner Frage, was braucht es? Ich glaube eben diesen bewussten Entscheid, aber dann einfach auch Mut, das auszudrücken und zu leben. Weil es gibt immer Menschen, also wenn man dann mal darüber spricht, merkt man, da sind eigentlich ganz viele auch deiner Meinung. Also ich glaube, da braucht es den Mut, diese Träume zu haben und dann auch darüber zu sprechen. Und so beginnen dann eigentlich oft sehr schnell Projekte. Und Geld ist vorhanden und das Material ist vorhanden, das Fachwissen ist vorhanden. Also in der Schweiz ist alles vorhanden, um wirklich den Wandel zu starten. Und darum denke ich, da gibt es eigentlich keine Ausreden. Auch die Verwaltung ist mittlerweile extrem sensibilisiert. Zwar langsam, aber es kommt. Also gut, ja. Vielleicht haben wir in Basel halt eine gute Regierung. Okay, schauen wir mal. Christian, was sind die Bremsen und wie lösen wir sie? Also ich bin mit Tilla völlig einverstanden. Wir haben alles zur Verfügung und manchmal kann sogar zu viel Geld, denke ich, eine Bremse sein, um ein Projekt starten zu können, weil dann hat man die Ansprüche, dass es professionell eben sein muss, dass es langfristig sein muss, dass es von Anfang an, vom Konzept her, auf alle Kriterien hin geprüft werden muss. Das könnte eine Bremse sein. Ja, sonst braucht es die Vision und die Möglichkeit, dass man sich das eben leisten kann. Das ist das andere. Und da kann Geld auch wieder eine Ausrede sein. Aber da plädiere ich ja dafür, dass es diese Möglichkeit für mehr Menschen gibt, als für
hippe, gut ausgebildete Städter, die es sich auch leisten können, nur 40% oder 60% zu arbeiten und daneben sich freiwillig zu engagieren. Das wird ja oft schon gelebt und jetzt müssen wir einfach diesen Schritt noch wagen, dass das alle machen können. Weil so von der Gesamtbetrachtung gehe ich davon aus, wir haben seit ein paar Jahrzehnten erst das erste Mal in der gesamten Menschheitsgeschichte die neue Ausgangslage, dass wir im Überfluss leben, dass wir eigentlich materiell genug haben. Es ist ein bisschen krumm verteilt noch, aber eigentlich haben wir jetzt rein von der wirtschaftlichen Produktivität und der jährlichen Produktivitätssteigerung haben wir die Möglichkeiten, dass alle genug haben. Und das ist die Herausforderung für unsere Generation jetzt, mit dieser total neuen Situation, die noch nicht in den Köpfen angekommen ist, umzugehen und das einfach schlauer zu organisieren. Und da kommt dann vielleicht als Teil der Lösung das Grundeinkommen ins Spiel. Okay, das sehen wir noch später. Die Fülle haben wir auch gehört im Vortrag, oder? Eine unglaubliche Fülle, die wir haben aus der Wirtschaft, aber auch aus der Natur, aus den Abfallprodukten. Was sind die Bremsen und wie lösen wir sie? Ich denke, von unserem Standpunkt aus gesehen ist vor allem die Wertschätzung und auch das sich mit dem Anderssein auseinandersetzen wollen. Es ist für viele Kleine, gerade im kulturellen Bereich, sehr schwierig, häufig auf schon nur ein ganz simples Verständnis zu stoßen, dass das Ganze einfach auch Platz braucht, dass das seinen Platz haben muss. Und ich denke, vielleicht ist da auch so ein bisschen die Vielfalt, sei es jetzt mit den urbanen Gärten oder bei der Kultur. Eben, momentan ist alles auf die Standardisierung aus. Das ist, ob jetzt mit den Pflanzen, Saatgut oder eben auch bei der Kultur, das ist da irgendwo, das geht in die gleiche Richtung. Und ich denke, diese Bremse muss man einfach lösen, indem dass man da wirklich aktiv dranbleibt. Okay, jetzt, Andrea, du hast ja gesagt, wir sind alles lernende Projekte, also man startet mal naiv vielleicht und muss laufend lernen. Was sind so die vielleicht wichtigsten Lernfelder oder Aha-Erlebnisse, so, die ihr gemacht habt, Andrea? Also ein Punkt ist natürlich immer das Soziale. Das Soziale ist irgendwie das Schwierigste. Also sozusagen, teilweise habe ich ja auch gesagt, ist es so, dass es irgendwie auch Orte sind, wo die Leute wirklich auch entspannt miteinander umgehen, also wo ich das schon so erlebe, dass so bestimmte Sachen, die sonst das Miteinander stören, wie Konkurrenz und irgendwie so ein gewisses Effektivitätsdenken und so weiter, da eben auch quasi unterlaufen werden und die Leute sich tatsächlich entspannen. Also diese Gemeinschaftsgärten sind schon wirklich Räume, die anders sind und eine andere Zeit zur Verfügung stellen. Und das führt eben auch tatsächlich oft zu einem kooperativeren Miteinander, aber trotzdem ist es natürlich auch total anspruchsvoll, mit Leuten zusammen, weil wir haben, also es gibt da nicht den, also sozusagen alle bringen auch irgendwie ihre, nicht nur ihre guten Sachen mit, sondern auch ihre Probleme und da gibt es eben auch schon manchmal Friktionen und das ist eben zum Beispiel eine wichtige Geschichte, wie man das regeln will. Also es sind ja schon auch Orte, wo auch skurrile Vögel Platz haben und also wo nicht so Normierungsdruck herrscht und trotzdem gibt es natürlich irgendwie sowas wie, ja, man muss das auch aushalten miteinander. Okay, Christian? Was war genau die Frage? Also quasi, was sind aus deinen Erfahrungen mit dem Grundeinkommen oder mit Ortoloco so die Lernfelder und die Aha-Erlebnisse, die du gemacht hast? Also was hast du gelernt in diesen Projekten?
Also ich sage vielleicht etwas zu Otto Loco, weil ich da das Prinzip vor allem interessant finde und da selber viel gelernt habe, als jetzt vielleicht auch als Beitrag für eine Wirtschaft danach. Ich glaube, dass der springende Punkt bei Otto Loco ist nicht nur, dass man gemeinschaftlich gärtnert, dass man da oft zu 10, zu 12, am Wochenende zu 40 auf dem Hof ist und gemeinsam arbeitet, sondern dass das betriebswirtschaftliche Prinzip anders gebaut ist. Und zwar, dass da eine Gruppe von Konsumenten sich zusammengetan hat und immer wieder neu zusammenfindet und gemeinschaftlich einen Betrieb trägt. Das sowohl von der Identifikation her, von der Mitentscheidung, von der eben Gestaltung her, wie aber eben auch finanziell. Also dass der Betrieb und somit die Betriebskosten gedeckt sind durch, das ist genossenschaftlich organisiert bei Otto Loco, also durch diese Beiträge von jedem und jeder Genossenschafterin und somit das Risiko, das Betriebsrisiko eben breit abgestützt ist. Das heißt, jetzt klassisch in der Landwirtschaft bei einem guten Jahr, wo viel Ertrag, wo viel Gewinn herauskommt, wird das regelmäßig, gleichmäßig auf alle verteilt. Bei einem Hagelschaden, wo Bauern, im Gemüsebau wird es zum Beispiel üblicherweise nicht versichert, große Ausfälle dann haben, wird ebenfalls auch der Ausfall gleichmäßig auf alle verteilt. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Prinzip so der Vertragslandwirtschaft oder eben das Prinzip der Vertragswirtschaft auch auf andere Bereiche der Produktion, allenfalls auch der Dienstleistungserbringung übertragen werden kann. Und da finde ich, das ist ein riesiges Lernfeld, wo wir erst gerade dran sind, das zu erlicken und vielleicht eben auch dann in jetzt angedachten und erst jetzt in kleinen umgesetzten Projekten weiterentwickeln möchten und können. Ganz kurz ergänzen, das finde ich nämlich auch so oft so toll daran, dass diese Projekte einem, dass sie irgendwie was switchen und man irgendwie eine Sache neu betrachtet. Und das ist irgendwie auch das Interessante. Da fiel mir nämlich jetzt gerade dazu ein Kollege von mir macht auch, das heißt Kartoffelkombinat, das ist auch eine Genossenschaft, also bauen die da auf und der sagt, unser Gemüse hat keinen Preis, sondern wir ermöglichen eine Produktion. Und das finde ich irgendwie, das fand ich einen total erhellenden Gedanken, weil man dann nämlich aufhört, in die Gemüsekiste zu gucken und sich zu fragen, ist das jetzt adäquat irgendwie, sind das genug Tomaten für die 40 Euro, die ich jeden Monat dafür zahle, weil irgendwie sozusagen es gar nicht darum geht. Es geht nicht um den Preis oder es ist keine Ware mehr, sondern und solche Denkprozesse in Gang zu bringen, also sozusagen, dass man anfängt anders zu denken, das finde ich auch so spannend daran. Also wir nennen das bei Otto Loco so schlagwortmäßig, das Gemüse verliert seinen Preis und gewinnt somit seinen Wert zurück. Sehr schön, sehr schön. Möchtest du, Beat, auch noch zur Frage etwas sagen, zum Lernen? Ja, zum Lernen. Vielleicht nicht direkt so. Was wir einfach gesehen haben, ist eben das mit dem Lernen, ist, dass die Freiwilligen extrem lernbegierig sind und gerade die jungen Leute sind extrem wissensdurstig und da haben wir einfach jetzt auch mit den verschiedenen Modulen, die wir mit Infoclick und Betsy zusammen, so Schulungsmodule, gerade für die Freiwilligen, die Kurse sind überlaufen. Also es ist ein riesiger Bedarf da, die Leute wollen wirklich lernen und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Prozess, um ja, da vielleicht auch anzuknüpfen zu können, zu sehen, dass die Leute eben interessiert sind, wo ist mein Salat, wie ist mein Salat verpackt. Ich denke, da das ist eigentlich schön zu sehen, dass man da wirklich, man kann was bewegen. Okay, ich möchte nun auf das Grundeinkommen eingehen und der Vorwurf lautet ja immer, ja, dann arbeiten die Leute ja nicht mehr, oder? Aber jetzt haben wir gehört, alle Jungen wollen ja lernen, oder? Also was bewirkt denn eigentlich, wenn jetzt die Schweizer alle das, oder auch die Deutschen, wenn alle das Grundeinkommen bekommen? Was wäre dann? Also kommt dann der Wandel in Gang? Gut, ich gehe davon aus, dass der Wandel
nur in Gang kommen kann, wenn sich eine breite Bewusstseinsentwicklung voran, wenn da eine Bewusstseinsentwicklung vorangeht. Also mit, ich glaube, wir haben das gesehen, jetzt gerade auch in der CO2-Diskussion, die ja seit Jahren läuft, da versucht man mit Gesetzen und mit Anreizsystemen und so diesen CO2-Ausstoß runterzubringen, und das gelingt irgendwie einfach nicht recht. Der CO2-Ausstoß wächst nicht nur global, auch in den westlichen Ländern wächst rasant und laufend weiter. Also mit Gesetzen ist dem nicht beizukommen, und ich glaube, wir sind in einem Wandel jetzt oder in einem bevorstehenden Wandel, und was es braucht zuerst ist eine Bewusstseinserweiterung oder ein Bewusstseinsschritt. Aber das Grundeinkommen, das bewirkt das oder ist, also ich meine, das ist einfach Geld. Ich habe dann Geld auf meinem Konto und kann ein bisschen mehr in den Garten gehen und dann hat sich's, oder? Genau, das Grundeinkommen bewirkt diesen Bewusstseinswandel mal sicher nicht selber. Aber er könnte Grundlage sein, um nachzudenken, um sich eben auch mal aus diesem Hamsterrad der täglichen Erwerbsarbeit rauszunehmen und sich bewusster für eine Arbeit zu entscheiden und sich eben die Zeit zu nehmen, was es eigentlich braucht, wo wir jetzt gerade stehen in der Entwicklung und in welchem Zeitabschnitt auf dem zivilisatorischen Zeitstrahl wir jetzt uns befinden und was es jetzt braucht. Also ich glaube nicht, dass das Grundeinkommen das Glück auf Erden bringen wird. Es löst erst recht nicht alle Probleme, aber es könnte Basis sein, um da weiterzudenken. Nur so viel. Und dann gibt es Möglichkeiten, sich zu engagieren, aber das ist eigentlich nicht das Geld. Das Geld ist wahrscheinlich am Schluss gar nicht maßgebend und gar nicht wichtig für eine bessere Welt, also das Geld des Grundeinkommens, sondern ich glaube, es ist der neue Zugang zu Tätigkeit und Arbeit, weil man weniger muss und mehr kann. Ich glaube, da liegt das Geheimnis. Aber da könnte ja jetzt, wenn ich ganz kritisch bin, könnte ich ja sagen, das Grundeinkommen würde den Prozess behindern. Weil ja das Geld quasi eher bremst, weil das Geld ja eher die falschen Anreize gibt. Also ich glaube, es geht um beim Grundeinkommen geht es eben weniger ums Geld. Geld ist dann die Methode dazu. Es geht um eine Umverteilung, und zwar nicht von Geld. Das versuchen wir auch schon seit Jahrzehnten, dass da diese bösen Reichen mal endlich diesen Armen ein bisschen mehr Geld geben. Der Effekt ist gegenteilig. Also Vermögen und Einkommen häufen sich immer mehr auf der einen Seite an. Trotz einem weit ausgebauten Sozialstaat in der Schweiz haben wir es nicht geschafft, da die Gelder schlauer, sinnvoller, auch volkswirtschaftlich effektiver zu verteilen. Was es braucht, ist eine Umverteilung von Macht. Und wenn man jedem, das ist meine These, wenn man jedem Bürger und jeder Bürgerin die Macht gibt, Nein sagen zu können, also auf gewisse Bedingungen, die einem die Besitzenden auftragen, Nein sagen zu können, dann ist das die Selbstermächtigung. Und ich glaube, hier kann es weitergehen. Und das Geld ist die Methode, damit jeder und jede Nein sagen kann. Du wolltest reagieren? Ja, es klingt vielleicht ein bisschen idealistisch, aber ich sehe das eigentlich schon nur sehr positiv, dass man überhaupt darüber spricht. Also ob es dann kommt und wie es dann kommt, wie das Endziel dann schlussendlich aussieht, ob jetzt das bedingungslose Grundeinkommen so dann durchgeführt wird, ist für mich jetzt in diesem Prozess gar nicht so entscheidend. Ich finde schon nur, dass auf dieser Stufe, die wir heute sind, am Anfang von dem Wandel, von dem wir sprechen oder den wir wollen oder möchten, finde ich das eigentlich schon sehr positiv, dass sehr viele Leute, die sich vielleicht gar nie Gedanken gemacht haben, ich sehe das auch in meinem Umfeld, sich überhaupt damit auseinandersetzen. Ich finde, das geht schon, ist vielleicht nur ein ganz kleiner Schritt, hat vielleicht noch nicht wirklich viel verändert, aber ich denke, man darf das auch mal positiv sehen. Okay. Jetzt ist ja am Freitag der Klimabericht rausgekommen. Die Ergebnisse sagen, zwei Drittel des CO2-Budgets sind bis heute verbraucht. Wir haben also noch ein Drittel dürfen wir brauchen. Und das bei wachsendem Verbrauch, also die Zeit ist relativ knapp, das sagen die Forscher. Am
Freitag war Nico Pech hier, hat über die Postwachstumsgesellschaft geredet und danach bemüht sich ja und fragt, wie können wir eigentlich genau in diese Postwachstumsgesellschaft hineinkommen. Ein Problem, das ich mit dem Grundeinkommen habe, ich befürworte das natürlich und finde alle diese Diskussionen sehr gut, ich habe auch unterschrieben. Ein Problem habe ich aber, dass natürlich quasi das auf dem alten Wirtschaftsparadigma besteht, also das Geld kommt aus dieser Wachstumswirtschaft. Und meine Frage ist nun, wie können wir denn jetzt diesen Wandel in die Postwachstumswirtschaft schaffen? Wer möchte dazu etwas sagen? Ja, schwierige Frage. Aber also ich würde nochmal anfangen bei dem Grundeinkommen. Also ich finde, das ist, also natürlich soll es also in gewisser Weise gibt es ja auch ein Grundeinkommen in Deutschland und in der Schweiz. Es gibt kein bedingungsloses Grundeinkommen und es ist natürlich Mist. Also die Leute werden in einer Weise gegängelt und auch diskriminiert, die eigentlich unerträglich ist. Das sehe ich auch so. Aber ich finde eben auch schwierig daran, dass es im System verbleibt. Also man fordert sozusagen, also du sagst, es gibt den Leuten die Möglichkeit, Nein zu sagen, aber dann würde natürlich das Geld nicht mehr zur Verfügung stehen, das dann hinterher verteilt. Also sozusagen die Bedingungen, um das irgendwie weiter, also dass das irgendwie überhaupt denkbar ist, ist eben eigentlich die Wachstumswirtschaft. Aber es ist natürlich wahnsinnig charmant an diesem Konzept, dass man irgendwie anfängt, diese Geschichte zu knacken von wegen, nur wer arbeitet, darf auch essen und so, dass es so verkoppelt wird, das Einkommen und die Wirtschaft, also dass man sozusagen im System arbeiten muss, um Recht zu haben, ein Einkommen zu haben. Und das finde ich daran irgendwie total interessant, weil es sozusagen auch wieder diese Perspektive umdreht. Da müssen sich nämlich die rechtfertigen, die immer noch arbeiten, warum sie eigentlich irgendwie Arbeitsplätze besetzen, die vollkommen sinnlos sind und die vollkommen schädlich sind. Und das ist ja im Moment sozusagen, also das fragt sich ja kein Mensch, sondern immer sind die irgendwie in der haben dieses Problem mit der Legitimation, die eben arbeitslos sind, erwerbslos sind und nicht die, die irgendwie wirklich im Grunde genommen schlimme Sachen machen da mit ihrer Erwerbsarbeit. Also das finde ich daran interessant, aber im Grunde genommen müsste man natürlich nicht irgendwie den Unterhalt, also eigentlich müsste man irgendwie fordern, dass man wieder in die Lage versetzt wird, selber für die Subsistenz zu sorgen. Das ist eigentlich, aber das ist natürlich wahnsinnig schwierig in einer Welt, wo auch die Subsistenz nur noch über Geld funktioniert. Also da kann man irgendwie erstmal ganz winzige Schritte irgendwie anfangen und eben solche Sachen wie, also das finde ich schon interessant bei vielen von diesen Protagonisten, die da in den Projekten arbeiten, dass sie tatsächlich die Erfahrung machen, dass sie sich sozusagen sicherer fühlen, weil sie die Erfahrung gemacht haben, ich kann was, ich kann Leute fragen, die was können. Zur Not weiß ich selber, wie es geht und es passiert sehr viel, wenn Leute zusammenkommen und ihre Fähigkeiten zusammenpoolen, dass es irgendwie nochmal sozusagen eine andere Lebenssicherheit gibt und einen anderen Wohlstand erzeugt. Und irgendwie kann es, glaube ich, auch nur so funktionieren. Und das, ja, aber ich meine, klar, es eigentlich wäre die Vorbedingung für wirkliche, dass man sich eigenständig versorgt, wäre eine eigenständige Lebensmittelproduktion. Das ist das A und O. Das ist aber im Moment irgendwie, das scheint so weit entfernt. Also es ist wirklich kompliziert. Also wir müssen da, glaube ich, Schritt für Schritt vorgehen. Bitte. Das Wort Sicherheit ist vorhin gefallen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Baustein von Geld, respektive dem Grundeinkommen oder eben dem Nicht-Geld haben. Es gibt einen Film von, den Typen habe ich jetzt gerade vergessen, den Namen, Leben ohne Geld. Ich habe das geschaut, ich fand es hässlich am Anfang, bis ich gemerkt habe, das ist eigentlich ein Spiegel von mir und fand es spannend, denn der lebt wirklich ohne Geld. Es ist einer in Deutschland, Florian irgendwas, glaube ich. Ja. Und genau dieses Gefühl von Sicherheit, also die Frage ist ja wieder zurück zum Thema Verzicht, auf was verzichte ich, respektive wie viel brauche ich dann wirklich? 1500 reichen mir komplett, ich habe kein Kind, ich muss nicht einen Mann ernähren, das stimmt, und trotzdem merke ich, dass ich eigentlich viel weniger brauche, als das, was mir Menschen vorgeben. Und ja, also in dem Sinne habe ich eigentlich ein Grundeinkommen, ich bin so aufgewachsen, dank meinen Eltern,
ich habe den Luxus, mir wirklich zu überlegen, was möchte ich machen, was sind meine Kompetenzen. Und ich glaube, das ist ein ganz schöner Schritt vom Grundeinkommen, dass man sich ganz bewusst werden kann, sich auch überlegen darf, was kann ich, was möchte ich machen und nicht, was bringt mir Geld. Also das sind ja ganz andere Prozesse. Und ja, also irgendwie Sicherheit, die ja ein Schein ist, oder? Also Schein, wir glauben ans Geld. Wie kann man sonst noch so eine Sicherheit aufbauen? Und das habe ich jetzt selbst auch versucht, wirklich möglichst wenig zu konsumieren mit Geld. Und da habe ich gemerkt, was ich brauche, ist ein geniales Netzwerk. Ich brauche einen Doktor, ich brauche jemanden, der mir ein Haus, ein Dach über dem Kopf, genau, ermöglicht, mit Tausch oder was auch immer. Ich brauche einen Bauer, das ist relativ einfach, da habe ich gute Kontakte. Ich brauche Freunde, ich brauche Manpower und so weiter. Und dann merkt man plötzlich, mit diesem Netzwerk, das ist einerseits ja, essentiell, andererseits aber auch wunderschön. Also da baut man sich irgendwie so ein ganzes ja, Organ irgendwie an. Und erzeugt wahrscheinlich mehr Sicherheit als das Bankkonto. Genau, genau. Ja. Da wissen wir ja nicht, wie das weitergeht, oder? Genau, das sind persönliche Kontakte. Ja. Wer möchte noch? Christian, du bist natürlich jetzt etwas kritisiert worden, oder besser gesagt das Grundeinkommen. Das stabilisiert quasi die Wachstumswirtschaft. Stimmt das? Ja, vielleicht zuerst noch ein anderer Punkt. Also ich finde das beeindruckend, wenn man von wenig Geld lebt und das auch genießen kann oder eben etwas Positives abgewinnen kann. Ich möchte einfach nicht, dass das für alle gelten muss. Und ich gehe davon aus, dass genug Geld da ist. Also ich finde es falsch, wenn sich Aktivisten, die sich speziell stark einsetzen für das Gemeinwohl und für die Gesellschaft, wenn die sich zurücknehmen oder zurücknehmen müssen, um von wenig Geld zu leben, damit sie ihre Arbeit überhaupt verrichten können. Ich möchte Wohlstand für alle und nicht, dass alle prekär über die Runden kommen. Und ich weiß und ich glaube, das wissen wir alle, es ist genug da. Also eben, das meinte ich, wir sind in der Überflussgesellschaft. Es ist eine Frage der Organisation, wie wir uns die Produktivität und die Methoden, die unsere Vorfahren erarbeitet haben, wie wir die untereinander besser organisieren. Das ist aber noch nicht die Postwachstumsgesellschaft. Und ich war jetzt nicht am ganzen Symposium dabei. Ich weiß persönlich nicht, wie die Postwachstumsgesellschaft aussieht. Ich kann mir das noch nicht vorstellen. Und ich gehe davon aus, dass wir weiter wachsen wollen, dass wir auch weiter wachsen sollen. Ich möchte, und das möchten ganz viele, in Fortschritte machen. Ich möchte weiterkommen. Und ich glaube, was jetzt ansteht, ist ein Abschluss des materiellen Wachstums. Aber im qualitativen Wachstum haben wir noch wahnsinnig Potenzial. Da gibt es noch viel Luft nach oben. Und wahrscheinlich kommt jetzt eher eine Phase, wo wir qualitativ, auch vor allem in sozialen Beziehungen, qualitativ haben wir riesiges Potenzial und da müssen wir wachsen. Und ich glaube, ja, wie das genau wirtschaftlich dann funktioniert mit dem qualitativen Wachstum, mit dem sozialen Wachstum, mit dem zwischenmenschlichen Wachstum, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass wir weiterhin wachsen sollten. Und das Grundeinkommen kann nur Methode sein, nicht Lösung dieser Postwachstumsgesellschaft. Okay. Vielleicht noch eine kurze Runde, und zwar es wird in diesen Kreisen immer wieder über die Komplementärwährung geredet. Also quasi ein Wachstumstreiber ist ja das Geld mit Zins und Zinseszins. Und um diesen Wachstumstreiber auszuschalten, werden Komplementärwährungen, also lokale Währungen, angeboten. Wer möchte dazu etwas sagen? Ja, ich habe da ein Jahr lang, war ich da Sekretärin für den Bonnetz-Bond, das ist eine Komplementärwährung in Basel, die gibt es seit 17 Jahren, circa 1000 Menschen kennen den. Er ist an den Schweizer Franken gekoppelt, das ist fraglich. Sowieso gibt es relativ viele Komplementärwährungen, die an den Schweizer Franken oder welchen Franken auch immer gekoppelt sind, also insofern nicht wirklich komplementär. Was aber wirklich ein spannendes Modell ist, jetzt aus meiner Sicht, ist Minutos.
Da geht es wirklich um Kompetenzen. Also was biete ich dir an, was kann ich und was bekomme ich als Gegenleistung? Man schöpft selber Geld, das macht man online, man druckt sich 20, 50, 100 Minutos aus, das ist dann der Geldschein, der ist international nutzbar und es sind mittlerweile 9 Länder, die da Mitglied sind und ja, also das ist ein spannendes Konzept. Ich denke auch, dass es vermehrt mit Kompetenzen zu tun haben sollte, was natürlich auch beinhaltet, dass ich mir klar sein muss, was ich kann. Und wie vielseitig das sein kann, etc. Wie das dann aussieht, wenn die ganze Welt mit Minutos zahlt, weiß ich nicht. Kommen wir dann wieder zurück zu Banken, etc. Das weiß ich nicht. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, also ich denke, dass es eben eine gute Methode ist, auch wieder um sozusagen nochmal anders drauf zu gucken. Auf Wirtschaften, also was du beschrieben hast, ist ja mehr ein Tauschring auch, oder ne, ist nochmal anders, als wenn man so eine Tauschwährung einsetzt, die dann für alles, die eigentlich wie Geld benutzt wird, nur dass sie eben die lokale Ökonomie stützt. Ne? Solche Konzepte gibt es ja auch. Und daran finde ich auch wieder eigentlich interessant, immerhin, dass es eben, also erstens ist es anschlussfähig, also das ist was, was auch sozusagen ins bürgerliche Lager rein vermittelbar ist, dass es irgendwie Sinn macht, wenn man, also irgendwie in einer Region, also auf mehrere Dörfer untereinander, dass die einfach sich gegenseitig in ihrer Wirtschaftstätigkeit unterstützen können. Und das finde ich daran auch schon mal echt einen Schritt. Also es führt natürlich nicht irgendwie... ja, aus dem System führt es nicht raus, aber eben die lokale Wirtschaft kann es auf jeden Fall befördern. Okay, wir sind an einem Punkt, wo ich ins Publikum öffnen möchte. Da hinten sehe ich eine Frage, ganz hinten, Edwin. Ja, es sind jetzt ein paar verschiedene Themen angesprochen worden, sehr interessant, vielen Dank. Ich wollte noch mal kurz aufs Grundeinkommen zu sprechen kommen und auf das Problem des Klimawandels. Grundsätzlich haben wir ein Problem, dass viele Verschmutzungen nicht bezahlt werden bei Energienutzung, bei Ressourcenverbrauch. Und namhafte Klimawissenschaftler fordern eigentlich eine sehr starke CO2-Abgabe, die direkt dem Bürger wieder gleich verteilt werden sollte. Das heißt, der viel verbraucht, bezahlt dann dementsprechend mehr. Der wenig verbraucht, der macht quasi, der bekommt dann etwas. Und das Ganze läuft dann nicht über den Staat, der vielleicht mit dem Geld nicht so gut umgehen kann. Warum wird denn das Grundeinkommen nicht viel mehr an eine CO2-Abgabe gekoppelt, damit wirklich der Verbrauch noch viel stärker letztendlich besteuert wird und der bewusst lebt, davon profitiert? Ja, das ist eine Form, ein Vorschlag, eine Methode, wie man das Grundeinkommen transferieren könnte über eine CO2- oder eben, gewichtete, umweltgewichtete Konsumabgabe. Und ich denke, die Schweiz wird bis in einigen Jahrzehnten, sagen wir mal bis 2050, ein Grundeinkommen eingeführt haben. Vielleicht ist es dann ganz anders, als wir uns das jetzt vorstellen. Vielleicht heißt es auch anders. Und meine Prognose ist, dass man den Transfer, den Geldtransfer von der Wirtschaft in die Grundeinkommenskasse, woraus die Grundeinkommen ausbezahlt werden, dass man das über eine Konsumsteuer organisieren wird. Es gibt andere Varianten, aber das, denke ich, wird dann der Fall sein. Und dass man die Konsumsteuer ökologisch gestaltet, ist völlig sinnvoll, finde ich persönlich richtig. Und wir versuchen jetzt in der Debatte um die Volksinitiative die Themen aber nicht zu stark zu vermischen. Also natürlich ist mir eine ökologische Steuerreform persönlich ein großes Anliegen, aber jetzt auch, wenn wir mit dieser Volksinitiative auf die politische Bühne kommen, möchten wir diese Themen nicht miteinander vermischen. Das ist eine strategische Überlegung, aber man könnte ja auch sagen, warum? Ich meine, es steht ja der Wandel an. Ja, also warum nicht? Wir mit dem Grundeinkommen sind heute in der öffentlichen Debatte, wo sie stattfindet überhaupt. Die meisten Schweizerinnen und Schweizer haben noch nie davon gehört. Aber dort, wo es schon gehört wurde, sind wir die völligen Spinner. Sind wir in völligen weltfremden Ecken.
in der weltfremden Ecke. Und wir möchten da nicht noch spinniger rüberkommen. Wenn diese selben Spinner noch sagen, es braucht jetzt eine ökologische Steuerreform, auch noch nie gehört von den meisten, dann, also wir möchten ein Grundeinkommen einführen und nicht nur Spinner sein. Wir genießen einerseits diese Narrenfreiheit, andererseits möchten wir die Schweiz verändern, die Gesellschaft verändern. Deshalb machen wir das so. Bitte, hier. Ich würde gerne einen kleinen Beitrag zu dem Grundeinkommen leisten. Also ich bin da auch total dafür. Und so die Meinung, dass dann alle Leute heimbleiben würden und nicht mehr arbeiten gehen, da gibt es schon Beispiele, dass das total unsinnige Haltung ist. Ich arbeite ganz viel mit Sozialhilfeempfängern und die gehen auch arbeiten, obwohl sie gar nichts finanziell davon haben, weil sie kriegen ja alles, was sie erwirtschaften, von ihren Leistungen abgezogen. Also das zeigt mir eigentlich ganz stark, dass es noch ganz viele andere Motivationen gibt, arbeiten zu gehen, außer dem Geld. Das einfach als Beitrag. Besten Dank. Also ich bin auch überzeugt, dass die Menschen gerne arbeiten. Bitte. Es scheint alles ein bisschen am Geld zu hängen und nicht nur am Willen. Ich habe das Gefühl, die Grundeinkommensinitiative disqualifiziert sich, wenn sie von einer ökologischen Steuerreform absehen will. Und ich glaube, sie disqualifiziert sich, wenn sie auch sagt, ja, wir wissen noch nicht, wie die Postwachstumsgesellschaft aussieht. Das ist ja die große Frage. Das müssen wir uns vorher überlegen. Und ich glaube, der Wert der Arbeit, der ist der ganz entscheidende Faktor bei all diesen Projekten. Und man kann da ja auch unterscheiden, wie viele Minutos ist der Lohn eines Dozenten an der Fachhochschule wert und wie viel eines Aktivisten. Und ich glaube, da müssten wir ansetzen, oder? Dass die Arbeit bei uns in der Gesellschaft so unterschiedlich bewertet ist, dass sich nur Leute wie wir, die gut gebildet sind, überhaupt dieses Engagement leisten können. Da sehe ich die ganz große Krux, also da, das zu durchbrechen. Und Nico Pech hat am Freitag gesagt, ja, er ist nicht für ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber er ist für ein Grundeinkommen. Und ich glaube, dafür wäre vielleicht ein Ansatz, dass man durchaus Grundeinkommen mit Bürgerarbeit verbindet, mal auf dieser Leistungsseite. Und er hat auch ganz klar das Wort geredet, einen Konsumverzicht. Ohne den wird es nicht gehen. Ich möchte nicht, dass wir weiterleben so wie bisher. Und das sogenannte qualitative Wachstum ist ja wohl eine Chimäre, weil immer mit dem qualitativen Wachstum auch ein materielles einhergegangen ist. Ich habe am Freitag böse gefragt, wer hat hier ein Natel in der Runde? Das ist doch nur eines von vielen Zeichen, dass wir uns bei dieser qualitativen Weiterentwicklung mehr kommunizieren, hat immer auch materielles Anschnallen. Wir machen nicht stattdessen. Das papierlose Büro ist nicht durch den Computer entstanden. Das ist jetzt einfach noch drüber hinaus. Gibt es noch Papier und den Computer? Und ich denke, man muss das kombinieren und einen Weg finden, wie wir von unserer Ressourcenverschleuderung zurückkommen. Und die Inwertsetzung der Arbeit ist vielleicht da ein guter Ansatz. Ich arbeite im Moment als landwirtschaftlicher Betriebshelfer, Korrektor und Konsulent. Jetzt können Sie mal raten, wofür ich am meisten Geld kriege und was ist eigentlich am wichtigsten von diesen Tätigkeiten? Das sind doch Fragen, oder? Und ich glaube, da müssen wir mal anfangen damit, in der Schweiz umzuverteilen. Und da kommt wieder die Machtfrage ins Spiel. Es geht nicht darum, vom Staat sozusagen parasitär ein Grundeinkommen zu fordern, dann sind wir alle glücklich und haben Kohle. Sondern man muss doch fragen, ja, wo ist denn das Geld? Das angeblich so viele, wo ist denn das? Und wieso kommt das nicht runter in die tollen Projekte? Es ist bei Herrn Blocher etc. Und das sind Machtfragen, die man vielleicht wieder mal angehen müsste. Es reicht nicht, ein Projekt zu machen und zu sagen, es ist schön, dass es uns gibt. Man muss sich vielleicht auch fragen, was ist denn um uns herum noch da, das genau gegen uns wirkt, auch wenn es uns vielleicht duldet im Moment. Und das ist die Frage nach Einkommen und Einkommensverteilung, denke ich. Besten Dank. Wer möchte? Möchte jemand reagieren? Ja, ich sage nur ganz kurz etwas. Du hast ganz viele Thesen von mir widersprochen oder dem widersprochen. Ich glaube, wir haben auf ganz viele Fragen noch keine Antworten. Also ich habe keine Antwort. Wir sind jetzt am Anfang dieser Grundeinkommensdiskussion. Es sind alle herzlich eingeladen. Am Freitag reichen wir die Volksinitiative ein. Dann startet die Zeit bis zur Abstimmung, die dann in 2, 3 bis 4 Jahren stattfinden wird in der Schweiz. Und
da wird diskutiert. Also deshalb wollen wir eine Volksabstimmung machen. Und da sind alle eingeladen, sich einzubringen und ihre Grundeinkommensvision oder ihre Ausführung mit einzubringen. Ja, und auf alle anderen Punkte sage ich jetzt nicht noch was. Ja, aber zumindest würde ich dann nochmal zu bedenken geben, dass es womöglich doch auch stimmt, dass man sozusagen, also dass auch was dafür spricht, dass wenn man das Grundeinkommen einbettet in noch andere Themen, also dass man sozusagen auch die ökologische Dimension deutlich macht und auch deutlich macht, dass man in eine Postwachstumsgesellschaft will, dass es womöglich das Vorhaben nicht beschädigen, sondern womöglich noch befördern würde. Also mir würde das jedenfalls sympathischer machen, weil ich immer sofort irgendwie diese Frage habe, ja, sanktionieren bin ich mit dieser Forderung irgendwie eben die herrschende Wirtschaftsweise, ne? Also Fortschritt, Wachstum und so weiter. Und ich denke schon, man muss, wenn man so eine Forderung stellt, dann muss man auf solche Fragen irgendwie Antworten finden. Und das meine ich jetzt nicht für dich persönlich, ne, sondern irgendwie als wenn man sich dafür stark machen will. Ich glaube, es ist sogar besser, das einzubetten in andere gesellschaftliche Diskurse und nicht das so aufzuspalten. Aber gut, es ist natürlich, kann man unterschiedliche Einschätzungen haben. Bitte hier vorne, Martin. Das gemeinsam an der hier versammelten Runde sehe ich auch darin, in einer Frage, die sie mir ganz früh gestellt hat, schon beim bedingungslosen Grundeinkommen. Ich hätte lieber gehabt, man nennt es bedingungslose Existenzberechtigung oder Existenzsicherung. Weil dann wäre der Raum aufgetan, ob das die Form annimmt von erweiterten Möglichkeiten, für sich selber oder in kleinen Gesellschaften mit weniger auszukommen und mehr zusammenzuarbeiten oder ob es in Form eines ausgedehnteren Service Public stattfinden könnte. Hier eine kleine Nebenbemerkung. Wie wichtig schätzt ihr für Urban Gardening, für all diese Dinge, ein funktionierendes Handynetz voraus? Und wie weit sind wir, das ohne die Industrie aufrechtzuerhalten? Einfach so als Nebenbemerkung, oder? Das möchte ich gerne hier unterbringen und ich denke aber, dass es gut möglich ist, jetzt die Phase für das bedingungslose Grundeinkommen, die Diskussionsphase aufzutun. Das belastet das juristische Problem der Inhalt der Materie dann nicht, wenn wir eben all diese Fragen reinbringen, diese Diskussion. Das ist eine Grundlage dafür und also für mich ist das fast eine Bedingung daran, weiterzuarbeiten, dass wir hier nicht Scheuklappen haben, sondern genauso argumentieren. Wir hätten gar nicht mehr reinpacken dürfen, vermutlich in die Initiative, aber natürlich denken wir größer. Besten Dank. Möchte jemand reagieren? Ich wollte nochmal was sagen, das war auch so eine These von uns, dass auch die neuen Technologien, und das wäre dann sozusagen genau der Widerspruch, viele Dinge auch ermöglichen. Und die sind so ungut verstrickt in die internationale Arbeitsteilung und die Ressourcenverschwendung, genau. Ne? Ich weiß es nicht genau. Also sicher spielt es eine Rolle, wobei ich habe auch mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, nee, wieso? Also viel machen wir auch immer noch über Anschläge im Garten und wenn es nicht mehr über E-Mail geht, da würden wir auch mit zurechtkommen. Aber ich meine, also ich denke, die Herausforderung besteht schon darin, dass man, wie soll ich sagen, also es geht, denke ich, auch nicht darum, dass man jetzt zurückgeht. Also alle diese Errungenschaften wieder abschafft. Man muss nur... Man muss irgendwie nur einen Weg finden, damit verantwortlich umzugehen und das vielleicht, also diese Exzessivität und dass es jeder braucht und so weiter, das muss man vielleicht in Frage stellen, ob es nicht in Richtung auch wieder gemeinsame Nutzung gehen könnte. Aber es sind irgendwie alles schwierige Fragen, die sich da auftun, das finde ich auch. Also. Eben auch sagen, dass das zu einem Service Public werden muss, dass der eine Grundlage ist und
die Aufgabe besteht darin, das so zu organisieren, dass es weltverträglich ist. Besten Dank. Hier hinten ist eine Frage, bitte. Ich habe eine Frage zum Wort bedingungslos. Wenn ich mir vorstelle, wie wir mit dem Grundeinkommen Mehrheiten gewinnen wollen. Wir sind ja in einem demokratischen Land, wir stimmen ab über eine Verfassungsänderung, wir müssen die Mehrheit gewinnen. Frage ich mich, ob das Wort bedingungslos hier nicht sehr hinderlich ist. Das gibt so eine Art Anspruchshaltung, eine Gratishaltung, wo ich bekomme einfach so das Füllhorn. Und wo ist das Füllhorn? Das ist der Staat. Und wenn ich jetzt denke an die bürgerliche Mehrheit in der Schweiz, das ist immer noch, wir sind ein bürgerliches Land, ob das uns so passt oder nicht, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Anspruchshaltung, die Haltung dem Staat gegenüber hier hinderlich ist. Ich frage deshalb in die Runde, weshalb hat man nicht beispielsweise ein tätigkeitsbasiertes Grundeinkommen gewählt, in dem beispielsweise Kindererziehung, die Betreuung von alten oder kranken Menschen, Arbeit in der Jugend und Sport, Freizeitgestaltung, im Naturschutz, dass diese freiwillig geleistete Arbeit, wir sind in der Schweiz sehr stark in Vereinen tätig als Freiwillige, das ist immer noch so, dass man einfach den Wert der freiwilligen Arbeit auch hier einbezieht und das auch als Grundlage nimmt, um auch wirklich eine Berechtigung zu bekommen, Gelder zu erhalten vom Staat und nicht einfach nur die hohle Hand machen kann und für die Gesellschaft im Prinzip nichts tun muss, ja, sondern dass man sagt, wenn man Geld nehmen will, dann muss man auch was geben. Und das wäre irgendwie eine bestimmte Pensenanzahl, die man einfach erfüllen muss an Zeit für die Gesellschaft. Darf ich da was zu sagen? Ja, gerne. Also ich finde, man muss sich schon nochmal klar machen, dass dieser Anspruch von wegen, man gibt was für die Gesellschaft, dass dieser Anspruch an keine Lohnarbeit gestellt wird. Das finde ich erstmal total wichtig, dass man sich das klar macht. Und ansonsten gefährlich daran ist eben, dass man dann ganz schnell bei der Zwangsarbeit ist. Dann ist es nämlich nicht mehr die freiwillige Arbeit, sondern dann ist es die Zwangsarbeit. Und das ist richtig gefährlich. Und also ich stimme dir zwar zu, dass es irgendwie mit dem bedingungslos irgendwie halt diese Vorstellung antriggert von wegen, dann liegen die Leute faul zu Hause und tun nichts mehr und das fördert man damit. Ich finde, man muss da offensiv mit umgehen. Man darf sich das nicht gefallen lassen. Also da finde ich, muss man wirklich gegenhalten, gegen diese Vorstellung, dass die Leute zum Arbeiten gezwungen werden sollen. Also ich gehe davon aus, dass gute Arbeit nur solche Arbeit ist, die von Herzen, mit Leidenschaft und mit Engagement gemacht wird. Und ich möchte nicht, dass meine Großmutter im Pflegeheim von Pflichtarbeiten des Grundeinkommens gepflegt werden muss, wie das heute zum Teil ja in der Geldabhängigkeit solche viele Pflichtarbeiter gibt. Ich glaube, da müssen wir einen Schritt weiterkommen. Und wenn man davon ausgeht, und das ist eine Grundsatzfrage, dass der Mensch gerne tätig ist, wenn er diese Freiheit genießt und seine Leidenschaft entwickeln kann und so Engagement an den Tag legen kann, wenn wir davon ausgehen, dass das gearbeitet wird, dann braucht es, glaube ich, einfach diese Bedingung gar nicht. Und dann ist das eine Frage des Staatsverständnisses. Also ist der Staat, sind das die Beamten in Bern oder sind das wir alle gemeinsam zusammen, die sich gemeinsam entscheiden, uns gegenseitig die Existenz zu sichern und mit unserer Arbeit, die den Staat respektive unsere Infrastruktur, unsere Lebensgrundlage am Laufen halten, dass wir uns mit diesem Hintergrund gegenseitig eingestehen, dass alle eine gesicherte Existenz haben. Und dann ist es für mich nicht mehr dieses ferne Fühlhorn, das da uns in die hohle Hand das Grundeinkommen ausgießt, sondern dann ist es einfach eine bewusste Entscheidung von mündigen Bürgerinnen und Bürgern, uns bedingungslos die Existenz zu sichern.
Hier hinten hat es, wir haben noch Zeit für etwa zwei Fragen oder Anmerkungen. Ich habe mich noch nicht im Detail mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigt. Aber ich sehe jetzt bei der Diskussion, dass es eine Dimension ist, die auf nationaler Ebene sozusagen, vielleicht auch noch europäisch, ich weiß nicht, dieser Gedanke getragen ist. Aber wir vergessen, dass zum Beispiel hier in der Schweiz wir fast alle Ressourcen außer eben die Landwirtschaft von anderen Kontinenten haben. Würde das heißen, dass wir in Zukunft absehen würden von diesen Importen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, eine Lösung für Bürgerinnen und Bürger eines kleinen Landes zu finden und den globalen Gedanken nicht mit einzubeziehen. Weil wir sind ja eine Welt, wir gehören irgendwie zusammen. Wir überleben mit Hilfe dieser Arbeiterinnen und Arbeiter in den fernen Kontinenten, die sich jetzt neu noch mehr ausbeuten lassen müssen, damit wir unsere Ressourcen für die Handys und so weiter haben. Wer möchte darauf antworten etwas? Ja, genau. Also ich meine, das Grundeinkommen, die Forderung des Grundeinkommens würde natürlich nicht bedeuten, dass man aufhört, die dritte Welt auszubeuten, sage ich jetzt mal, sondern im Gegenteil. Es würde sozusagen dieses Wirtschaftsmodell eher noch zementieren. Also das ist ja auch eine Kritik, die an das Grundeinkommen formuliert wurde, auch eben, dass es nicht als nationalstaatliche Lösung gedacht ist und eben nicht sozusagen, dass es nicht verallgemeinerbar ist, wie eben auch sowieso unsere westliche Lebensweise und Wohlstand nicht verallgemeinerbar ist. Dann bräuchten wir, ich weiß nicht, wie viele Erden, das ist ja bekannt. Also von daher, das ist eben auch wieder eine Krux. Und in Bezug auf die dritte Welt haben ja eben die kritischen Soziologen, Entwicklungssoziologen immer gefordert, dass man aufhören muss, sozusagen der dritten Welt immer wieder diesen Entwicklungsweg anzudienen. Also immer wieder irgendwie von Fortschritt und Entwicklung zu reden und die davon abzubringen, dass sie ihre Lebensmittel für den eigenen Gebrauch anbauen, sondern stattdessen Cash Crops produzieren, was sie dann verkaufen können und wo sie dann das Geld haben, womit sie wieder Handys kaufen können. Es gibt ja auch, die dritte Welt ist ja auch verseucht von Handys. So, also von daher, und da war ja immer die Forderung zu sagen, die Leute müssen eigentlich in die Lage versetzt werden, ihre Existenz zu sichern. Und dazu würde gehören eine intakte Natur, dazu würde Landbesitz gehören, dazu würde gehören eine Infrastruktur, die den Leuten ermöglicht, sich zu vernetzen. Und da sind natürlich auch noch viele Dinge vorhanden, an denen man tatsächlich anknüpfen könnten, die wir schon gar nicht mehr haben. Also wenn wir uns das für uns vorstellen, ist es immer unvorstellbar. In vielen Regionen der dritten Welt wäre das ja sogar noch leicht möglich, dass man die Leute wieder in den Stand versetzt, einfach lokal ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Ne? Also sozusagen, wo man anfängt, es zieht immer weitere Kreise, das stimmt. Und das ist irgendwie, finde ich, die entscheidende Frage, wie man davon runterkommt. Also letztendlich geht es darum, gelingt es sozusagen, die Wirtschaft umzustellen auf Versorgung statt auf Akkumulation von Kapital. Ne? Ob das mit der Forderung nach Grundeinkommen gelingt, nein. Aber auch diese Forderung kann sozusagen Denkanstöße geben, in ganz verschiedene Richtungen eben. Zum Beispiel auch dass man sich fragt, ja, worauf beruht denn hier unser Reichtum? Auch auf Ausbeutung. Wollen wir das? Und dann eben darauf wieder reagieren. Also da gibt es ja auch Ansätze. Also das würde ich dazu sagen. Also besten Dank. Ich glaube, die globale Dimension müssen wir immer mitdenken. Ich bin froh für Ihren Input. Jetzt haben wir hinten noch eine Wortmeldung. Die letzte, nachher schließen wir die Runde. Ich mache dann noch eine letzte Runde.
Ich möchte noch einmal schnell darauf eingehen, auf den Vorwurf, dass der Staat das Grundeinkommen bezahlt. Das möchte ich eigentlich mit aller Vehemenz verneinen. Das Grundeinkommen ist ja schlussendlich nur ein Geld, ein Symbolwert für Güter, die da sind. Güter produziert die Wirtschaft. Die Wirtschaft zahlt schlussendlich das Grundeinkommen. Es ist ja eine andere Anschauungsweise. Wir haben so und so viel Güter und Dienstleistungsproduktion und wie verteilen wir das? Es ist ja nur die Frage, wie verteilen wir das? Der Staat kann da organisatorisch eingreifen, er kann Gesetze erlassen, aber eigentlich ist ja die Wirtschaft, die uns ernährt. Und zu dieser Diskussion, ob jetzt Handy und Hochtechnologie oder ob das alles des Teufels ist oder nicht, also ich persönlich will nicht darauf verzichten. Die Frage ist ja, wie diese Güter produziert werden, unter welchen Bedingungen und auch mit welchem Interesse. Heute werden ja die Handys produziert, weil die Großkonzerne Gewinn machen wollen zuhanden ihrer Aktionäre, die investiert haben. Nur darum werden die Handys hergestellt. Sie werden hergestellt, weil die Menschen das wollen. Aber wir könnten ja das auch anders organisieren, dass wir das herstellen, was wir brauchen in einer gewissen Selbstorganisation, wie das jetzt zum Beispiel mit der Fairphone-Initiative in Holland gemacht wird. Und solche Ansätze gilt es zu fördern und nicht aus den Augen zu lassen. Und es ist nicht der Staat, der das Grundeinkommen zahlt. Es ist immer unsere gemeinsame Wirtschaftsleistung. Und ja, das wollte ich noch sagen. Herzlichen Dank. Ich möchte langsam zum Schluss kommen. Vielleicht muss das nächste Danach-Symposium 2014 sich die Frage stellen, mit welchen Ressourcen oder mit welchen Technologien, unter welchen Besitzverhältnissen und in welchem Geldsystem wir in die Postwachstumsgesellschaft reinkommen. Aber ich möchte zum Schluss eine Runde machen und sagen und alle fragen, was ist das stärkste Bild oder der stärkste Satz gegen die Resignation? Wer möchte beginnen? Wer braucht Zeit? Daran glauben. Daran glauben? Ja. Danke. Dass der Wandel möglich ist. Daran glauben, besten Dank. Christian? Ja, ich schlage vor, dass wir heute damit beginnen. Also, dass wir sind jetzt alle da, wir arbeiten heute einen ganzen Nachmittag freiwillig, ohne Bezahlung kommen wir hier hin und arbeiten an der Zukunft der Schweiz. Also, es ist eigentlich der Beweis, dass es möglich ist. Also, solche Veranstaltungen und ganz viele Gespräche, die machen extrem viele Hoffnung, weil das genau eben dem Prinzip, dass da niemand mehr arbeitet, wenn kein Druck, wenn kein Zwang mehr da ist, das wird vielfach, tausendfach widerlegt und das macht mir Hoffnung. Also ich glaube, wir machen so weiter und beginnen heute oder machen heute weiter. Das kommt gut. Danke. Tilla? Der Wandel hat begonnen, wir sind mittendrin. Wir müssen einfach weitermachen. Und ich denke, das Schönste, vielleicht auch die Hürde daran ist, dass es bei sich selbst beginnen muss. Das schmerzt, aber es ist auch das Einfachste. Also ich bin ja immer hier, ich bin immer mit mir. Ich kann jetzt gleich etwas tun. Das ist genial. Andrea? Ja, was ich irgendwie immer ganz gut finde, sich klarzumachen, dass es mit dem guten Leben wirklich auch direkt anfangen kann. Und diese Erfahrung kann man auch tatsächlich machen. Also, dass man sich nicht erst die großen Konzepte ausdenken kann, sondern dass bestimmte Sachen auch ganz einfach sind. Der Wandel ist ganz einfach. Damit möchte ich das Podium schließen. Vielen herzlichen Dank euch allen und euch fürs Mitdenken, Mitreden und Zuhören. Wir machen 15 Minuten Pause, dann geht's weiter.